Leistungsmessung beim Sport ist relativ einfach. Das ist bei der Leistungsmessung von Anlagen nicht der Fall. Kein Anleger kann beweisen, dass er besser ist als der Markt. Dafür gibt es schlicht und einfach nicht genügend Daten. Warum ist das so? Jeder Ökonom wird Ihnen sagen, dass Sie für eine Leistungsbeurteilung mit einer guten statistischen Aussagekraft Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte brauchen. Dabei müssen alle möglichen Wirtschaftszyklen durchlaufen werden. Das ist schlichtweg nicht möglich. Selbst wenn Sie 20 Jahre Leistungsmessung betreiben, sind die Zahlen von der Statistik her gesehen nicht besser als Lottozahlen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht Anleger gibt, die besser sind als der Markt. Es bedeutet nur, dass dies nicht bewiesen werden kann. Niemand kann beweisen, dass er besser ist als der Markt. Wie können Sie darauf vertrauen, dass Sie mit Obermatt outperformen? Zuerst einmal, wir können es nicht definitiv beweisen. Und dann beweisen wir es auch nicht mit unserer eigenen Performance, sondern wir verwenden Studien von Dritten. Ökonomen haben nämlich nachgewiesen, dass es Faktoren gibt, die ihnen eine Outperformance gegenüber dem Markt geben. Man nennt das auch Smart Beta. Diese Faktoren haben in der Vergangenheit funktioniert und es gibt Grund zur Annahme, dass sie auch in Zukunft funktionieren werden. Allerdings weiß man das nicht ganz sicher. Ich glaube aber daran, denn die Faktoren nutzen Fehler aus, die im Markt entstehen, und ich glaube, dass auch in Zukunft solche Fehler entstehen werden. Die Obermatt-Ränge verwenden diese Faktoren. Sie verwenden also Faktor-Anlageprinzipien, wenn Sie die Obermatt-Ränge verwenden. Warum erzielen Faktoren eine Überrendite? Das hat damit zu tun, dass Extremwerte die Tendenz haben, wieder normal zu werden. Es ist wie ein Pendel. Wenn es auf eine Seite schwingt, kommt es wieder zurück zur Mitte. Wenn also eine Aktie ein Überflieger ist, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie wieder zurückkommt. Und wenn eine Aktie gerade getaucht ist und es ihr sehr schlecht geht, besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie sich wieder erholt und damit eine zusätzliche Rendite erwirtschaftet. Faktoren nutzen diesen Zustand. Was bedeutet das für Sie als Investor? Wenn Sie als Investor die Obermatt-Ränge verwenden, dann bedeutet das, dass Sie tendenziell Unternehmen finden, die gerade getaucht sind und eine höhere Rendite erzielen könnten. Das bedeutet aber nicht, dass Sie keine Verluste machen. Jeder Investor macht auch Verluste. Und je mehr Sie investieren, desto öfter werden Sie auch Verluste machen. Wenn die Kinder hier den ganzen Winter skaten, werden sie mehr umfallen, als wenn ich an Weihnachten skate. Das heißt aber nicht, dass ich der bessere Schlittschuhläufer bin, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit sind die Kinder besser, auch wenn sie viel öfters gefallen sind. Für Sie als Investor bedeutet das, dass Sie zwar Verluste haben werden, dass Sie aber eine höhere Wahrscheinlichkeit haben für eine überdurchschnittliche Rendite. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, gehen Sie auf unsere Webseite. Wir haben die Outperformance der Obermatt-Ränge auf mehrere verschiedene Arten gemessen und alles auf der Webseite veröffentlicht. Suchen Sie nach dem Stichwort Performance. Dort sind alle Studien zum Herunterladen bereit. Sie können diese Studien mit Menschen besprechen, die viel von Finanzen verstehen. Sie können sogar alle Daten von uns haben und alles selbst nachrechnen. So sehr vertrauen wir auf unsere Methode. Sie sollten es auch, denn auf die Methode kommt es an.